Kochen 22.10.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 400 Gramm ungewürztes TK-Mischgemüse, Klammer auf, zum Beispiel Farmer oder Königsgemüse, Klammer zu, Salz 500 Gramm Penne, siehe Seite 62 folgende, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, eine Dose Thunfisch, Klammer auf, in Öl, ca. 180 Gramm, Klammer zu, 1 kleine Dose stückige Tomaten, Klammer auf, 400 Gramm Inhalt, Klammer zu, 2 bis 3 Esslöffel gemischte TK-Kräuter, Klammer auf, zum Beispiel italienische Art, Klammer zu, Pfeffer für 4 Personen, ca. 645 Kilokalorien pro Portion, reichlich Wasser für die Nudeln in einem großen Topf aufkochen, das Gemüse nach Packungsangabe zubereiten. Das Nudelwasser salzen und die Penne darin nach Packungsangabe bis fest garen. Während die Nudeln garen, den Knoblauch schälen und zum Gemüse pressen. Thunfisch abtropfen lassen und mit einer Gabel zerpflücken. Den Thunfisch zusammen mit den stückigen Tomaten und den Kräutern zum Gemüse geben und untermischen. Das Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen. Die Nudeln in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Dann mit der Thunfischgemüsemischung anrichten.